Okay, die Zone schrumpft. Aber ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe, ich bin nicht safe, ich werde beschossen. Jawohl, den habe ich. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich zeige euch heute The Last Player. Das ist ein neues VR-Battle Royale, ist im Early Access und macht einen total guten Eindruck. Aber was rede ich hier groß? Wir gucken einfach selbst. So, da bin ich schon im Menü. Ja, wir haben hier ein Ranking. Wir haben hier unsere eigene Statistik. Wir können auswählen, ob weiblich oder männlich. Wir haben hier ein paar Settings. Da können wir Snap-Turn oder Smooth-Turn auswählen. Wir haben einen Turn-Speed regulierbar. Sound-Settings, Grafikeinstellungen. Wir können hier Visual Enhance off machen, falls es eure Grafikkarte nicht ganz so packt. Ansonsten machen wir das einfach an. Und dann haben wir hier drei Einstellungsmöglichkeiten. Mir gefällt Realistik am besten. Dann haben wir hier noch ein paar Anweisungen, wie wir das Spiel bedienen müssen. Ja, das war's soweit. Ich hätte gesagt, wir legen direkt los. Die Wartezeit jetzt in der Lobby werde ich ein bisschen überspringen. So, 10 Sekunden noch. Ja, hier ist unsere Map. Hier sehen wir unsere Lebensanzeige. Und es geht los. Wir springen hier ab. Zum Abspringen einfach beide Trigger gedrückt drücken und dann können wir hier einfach nur steuern. Wir können hier langsam fliegen oder wir können schnell nach unten fliegen. Wir können hier auch in eine beliebige Richtung fliegen. Funktioniert richtig gut. Gut, schauen wir hier gleich mal rein. Hier schaut es, glaube ich, ganz gut aus. Da unten liegt eine Pumpe, die braucht man nicht. Ein Holovisier, ein Rucksack, eine Granate. Sehr nice. Was ist das für ein Teil gewesen, was ich da gerade eingesammelt habe? Ein Helm. Munition, aber keine Waffe. Das ist nicht gut. Gucken wir mal da hoch. Gut, das ist nice. Die nehmen wir natürlich gleich mit und Muni dazu auch. Da haben wir nochmal einen Scope. Beziehungsweise ein Holovisier und ich glaube eine Magazinvergrößerung. So, jetzt gehen wir hier in unser schönes Menü, wählen das Scope aus und können das hier attachen. Dann haben wir hier noch dieses Magazin, stecken wir uns natürlich auch rein. Und was haben wir noch? Was ist denn das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, irgendeine. Ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll, Leute. Ihr könnt mir das ja gerne mal unter die Kommentare schreiben, was das ist. So. Okay, mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Wir haben insgesamt noch 19 lebende Spieler. Und ich stehe genau in der Zone, genau am Rand der Zone. Das ist sehr, sehr nice. Ja, Leute, es fliegt jetzt auch jedes Mal dieser Cargo hier übers Spielfeld und wirft dann irgendwo eine schöne Kiste ab. Mal gucken, wo er die diesmal abwirft. Wirft er überhaupt eine ab? Jawohl, da wirft er sie ab. Da werden wir aber das wahrscheinlich nicht hinkommen. Wir probieren es einfach mal und laufen in die Richtung. Ah, die ist schon sehr weit weg. Okay, die Zone schrumpft. Aber ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe, ich bin nicht safe, ich werde beschossen. Jawohl, den habe ich. Puh, gut, dass das so ein schlechter Schütze ist.
So, Heilung einsammeln, Munition. Und die Waffe brauche ich nicht von denen. Ne, die brauche ich nicht. Okay, der hatte nur so eine Uzi. Muss ich mich mal schnell heilen. Einfach das Medipack nehmen hier und einen Trigger gedrückt halten. Das ist sehr nice, wieder volles Leben. Puh, das war knapp, Leute. Ich stehe immer noch am Rand. Ich hoffe, hinter mir kommt keiner mehr. Fuck, der hat mich. Okay, das war jetzt halt so eine Runde, wie man es nicht macht. Wir probieren das Ganze einfach nochmal. Start. Ich überspringe wieder. So Leute, 10 Sekunden noch. Die Lobby hat sich schon wieder gefüllt. 25 Spieler sind da. Und los geht's. Absprung! Okay, und wir fliegen mal dahinter. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen unsere Ruhe haben. Der fliegt darüber in das Dorf, okay. Hier bin ich wenigstens allein. Fliegt der hin? Der fliegt auch hierher. Ah, der geht da runter, okay, alles klar. Dann wird er auch gleich hier hochkommen wahrscheinlich. So, bitte, bitte guter Loot. Da liegt eine Waffe, wunderbar. Medipack. So, ich habe noch keinen Scope. Mist. Mal touchen. Scope, da ist ein Scope. Sehr nice. Gleich mal ausrüsten. Okay. Die Waffe nehmen wir uns natürlich auch mit. Not in not space. Oh, ich brauche einen Rucksack. Schon wieder dieses komische Ding. Das ist ein Rucksack. Was ist denn das? Ich habe echt keine Ahnung. Aber ein Rucksack? Da wäre einer. Wunderbar. Okay. Dann nehmen wir jetzt das auch noch mit. Gut, das sollte reichen. Nochmal schnell da reinschauen, da war nämlich glaube ich auch noch eine Weste, wunderbar, und ein Helm. Gut, wo war der Kollege? Irgendwo da oben. Da kommt der Cargo. Wo wirft er sein Paket ab? Gar nicht mehr. Den finde ich jetzt nicht. Ich bleib lieber mal hier unten. Ich gehe mal in das große Gebäude da rein. Am besten ich verstecke mich einfach, dann überlebe ich auch. Oh oh. Wo ist der? Da hinter mir. Jawohl. Gleich mal looten den Kollegen. Hättest du nicht auf mich geschossen, würdest du jetzt noch leben. Sonst brauche ich hier nichts. Den Helm nehme ich noch mit. Weste nehme ich mit. So, wo befinde ich mich jetzt? Ich bin nicht in der Safe Zone. Das heißt, ich bewege mich da mal hin am besten. Oh, oh. Da ist er. Fuck! Jetzt habe ich zu lange gewartet. Ja Leute, gar nicht so einfach. Man muss sich hier erstmal ein bisschen dran gewöhnen. In Standout war ich etwas besser, aber Übung macht den Meister. Ja Leute, ich hätte gesagt, das war's für so einen kleinen Einblick von diesem Game. Ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da
und vergesst bitte das Abo nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!